Hey Leute, heute mal ein ganz besonderes Video, denn heute schauen wir uns mal keine guten Browser-Ideen an, sondern heute schauen wir uns die dummen Ideen an. Das heißt, ich habe mir eine ganze Menge Ideen aufgeschrieben, die ich im Laufe der Zeit von Zuschauern erhalten habe, die ich für keine gute Idee halten würde, aus ganz bestimmten Gründen. Dumme Idee ist natürlich jetzt ein bisschen hart formuliert, sagen wir. Es sind Ideen, die aus meiner Sicht Browser zerstören würden, aus bestimmten Gründen. Könnt ihr natürlich auch gerne ein bisschen diskutieren darüber und ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet, von den einzelnen Ideen. Vielleicht findet ihr sie auch gut und habt eine andere Meinung. Ich würde sagen, auf geht's, lasst gerne ein Abo da für weitere Videos. Und euch jetzt viel Spaß mit dem etwas anderen Format heute. Creator Code? Jo Jonas. Und wir kommen direkt zum ersten Punkt, der, glaube ich, sehr viele von euch sehr interessieren wird. Und zwar, wie ihr seht, habe ich hier einige Brawler erstmal auf, ja, so Rang 3, dann Rang 9, Rang 5, Rang 15 und so weiter und so fort. Und wir sehen, wenn wir höher gehen, habe ich hier schon mal auf jeden Fall so ziemlich eigentlich alle meine Brawler mit ziemlich viel Aufwand auf Rang 25, Rang 30 oder sogar auf Rang 35 gepusht. Aber wie ihr wisst, ist das eben extrem schwierig. Denn die Entwicklung von den Trophäen hin zum Rang ist relativ schwer. Ne? Wir haben zuerst am Anfang ja Rang 1, Rang 2, Rang 3, da haben wir so zum Beispiel jetzt hier bei Bonnie 30 Trophäen. Und dann geht es relativ schnell auf Rang 10 hoch. Denn Rang 10 sind schon bei 140 Trophäen. Da sehen wir es, wenn wir sind Rang 9 und dann 140 Trophäen erreichen würden, dann sehen wir Rang 10. Für Rang 15 brauchen wir dann schon 300 Trophäen. Dann geht es ziemlich schnell hoch, ne? Dann haben wir Rang 20 ab 500 Trophäen. Und für Rang 25 brauchen wir schon 750 Trophäen. Für Rang 30 dann 1000 und dann 1250. Und es wird immer schwerer. Und den Vorschlag, den ich jetzt schon sehr oft von Zuschauern gehört habe, ist folgender. Warum setzt man die Trophäen nicht einfach nach unten? Das würde dann ziemlich genau so aussehen. Ich meine, hier habe ich schon mal 750 Trophäen erreicht, aber so würde es dann aussehen. Ne? Wir kriegen hier ein Rang 25 Symbol, sagen wir, für ungefähr 500 Trophäen. Und das ist der Vorschlag, dass man das eben nach unten setzt. Sagen wir, wir würden einfach alles nach unten setzen. Rang 35 ab 1000 Trophäen, Rang 30 für 750 Trophäen, Rang 25 schon bei 500 Trophäen, dass man die Ränge eben einfach leichter erreichen könnte. Diesen Vorschlag habe ich schon sehr oft gehört. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das für mich zumindest keine gute Idee wäre und auch für die meisten Spieler eben das Spiel zerstören würde. Denn gerade wenn ihr irgendwann Rang 25er erreicht habt und dann kommt Ross einfach und sagt, ja, Rang 25 gilt jetzt übrigens schon ab den niedrigeren Trophäen, dann wäre zum Beispiel mein hart erkämpfter Rang 35 Mr. P einfach wertlos. Also dann denke ich mir halt auch so, nein, bitte führt das nicht ein. Oder zum Beispiel Jean hatte schon mal auf 1000 Trophäen, aber wenn sie dann nach unten setzen würden, dann wäre der jetzt aktuell dann trotzdem nur Rang 25, ne? Also, ne, die Idee fühle ich gar nicht, das machen wir bitte nicht. Die nächste extrem gute Idee, die sehr, sehr oft genannt wurde, die ich überhaupt nicht vertreten kann, wobei ich sie teilweise sogar selber vorgeschlagen habe, fällt mir gerade auf, ist Powerliga. So, dafür gehen wir mal in Powerliga zum Beispiel, aber es bezieht sich auch auf andere Dinge. Wir könnten das auch auf Clubliga oder alle anderen E-Sports-Sachen beziehen. Und zwar, wisst ihr, in Powerliga kriegen wir aktuell, ja, ziemlich geile Belohnungen eigentlich in Form von Starpunkten, die man eben zum Beispiel gerade natürlich für Skins verwenden kann. Ich persönlich würde auch sagen, dass man das verbessern könnte, dass man da bestimmt einige geile Änderungen reinbringen könnte, vielleicht auch zum Beispiel Skins reinbringen würde. Aber der Vorschlag lautet nun gerade von Pros folgender, um das Ganze zu verschönern oder spannender zu machen. Dass man zum Beispiel, sagen wir hier, ab mythisch, ist es mythisch, ab diesem roten, ab dieser roten Liga, wo halt sehr wenige Spieler sind, oder ab der Champion Liga, also ab der höchsten Liga, egal ob Solo oder Duo oder Team, was auch immer, eben Brawler einführen würde. Das heißt, nur wenn ihr eben diese Stufe erreicht, bekommt ihr, um halt einen höheren Anreiz zu haben, da hinzukommen, einen Brawler, den ihr nur dann habt, wenn ihr eben diese Stufe erreicht. Genauso war übrigens auch mein Vorschlag, den ich eben gebracht habe, natürlich ein bisschen übertrieben, dass man zum Beispiel bei 50.000 Trophäen, ne, bei der höchsten Stufe eben auch einen Brawler hinpacken könnte, um eben die Spieler mehr zu motivieren. Warum wäre ein Brawler eine unfassbar dumme Idee? So, kann ich euch ziemlich einfach zeigen. Wir hätten jetzt Fang, den haben alle sehr krass gefeiert, als neuen Brawler bei 50.000 Trophäen. Das bedeutet für 99% der Spieler oder sogar für noch mehr, also für 9.999 von 10.000, dass die den nie kriegen werden. Das ist ziemlich einfach eigentlich die Erklärung dafür, warum es überhaupt keinen Sinn machen würde. Diese krassen Spieler, die eh schon sehr gut werden, kriegen dann noch einen Brawler, den alle anderen nie bekommen werden. Das ist halt das Problem. Also ich bin sehr dafür, Belohnung einzuführen, aber das wird wahrscheinlich Supercell auch nie so machen. Also zumindest bei übertriebenen Sachen wie Powerliga oder sehr hohen Trophäen nicht. Eben einfach aus dem Grund, weil das Spiel total zerstören würde, weil da manche Spieler einen riesen Vorteil hätten und sowieso schon zu gut sind. Ja, und es wäre einfach unfair für alle anderen Spieler und die würden dann hier hinkommen. Ich meine, manche sind einfach nicht gut genug und es soll halt einfach für alle die Möglichkeit geben, jeden Brawler zu bekommen. Für unseren nächsten Punkt sind wir direkt in Solo-Showdown. Und um diesen Punkt zu verstehen, müssen wir erstmal verstehen, was eigentlich das Geile an Solo-Showdown ist. Also das Geile, würde ich sagen, an Solo-Showdown ist erstmal, dass man eben immer, ja, auf jeden Fall im 1 gegen 1 gegen alle anderen Spieler kämpft, ne? Das ist Geile. Und natürlich auch, dass teilweise natürlich auch irgendwo ein gewisser Glücksfaktor natürlich drin ist. So, ihr wisst es vielleicht, man kann zum Beispiel eingekesselt werden. Andere Leute können gegen euch teamen natürlich auch. Das finde ich nicht so geil, da kann man echt dran arbeiten. Aber es gibt eben einige Faktoren, die dafür sorgen, dass Solo-Showdown im E-Sports nicht vertreten ist. Nur 3 vs. 3 Modi sind vertreten und das ist auf jeden Fall, finde ich, schon auch ein Punkt, bei dem man sich Gedanken machen sollte, weil es ja eigentlich sehr schade ist. Ich meine, Solo-Showdown oder Showdown allgemein ist der beliebteste Modus, aber der ist eben einfach ein bisschen zu random, was natürlich irgendwo geil ist, aber das Problem halt ist,
dass es dann eben nicht für E-Sports geeignet ist. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine unfassbar schlaue Lösung sich manche haben einfallen lassen. Die Idee, die hier ein Brawl Stars-Spieler hatte, ist auf jeden Fall absolut genial, und zwar Powerwürfel. Es gibt tatsächlich schon eine Map, die keine Boxen und keine Powerwürfel hat. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin da wirklich absolut dagegen. Weil ich muss sagen, ich finde es gerade das, was Brawl Stars ausmacht, dass man eben natürlich zum einen mit jedem Kill stärker wird. Aber der Vorschlag könnte natürlich auch so lauten, dass man eben einfach nur die Kisten rausnimmt. Dass man eben so am Anfang keinen Vorteil hat, dass eben manche mehr Cubes als andere haben. Aber ich muss sagen, genau das finde ich an Showdown eigentlich das Spannende. Denn manchmal hat man eben einen super Spawn und kriegt irgendwie 20 Kisten. Und manchmal kriegt man gar keine Kiste. Ist natürlich für E-Sports nicht... Oh, jetzt bin ich fast gestorben. Ist für E-Sports jetzt nicht optimal, aber ich finde genau das macht für mich Showdown aus. Es ist eben ein gewisser Random-Faktor. Jede Runde ist eben anders und... Wenn ich jede Runde jetzt keine Kisten hätte, wäre das sau langweilig. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Vielleicht sehen doch manche anders. Ich glaube, man könnte vielleicht jetzt in zwei Modi so aufteilen. Es gibt ja auch schon eine Map, wo es keine Kisten gibt. Aber wenn jede Map so wäre, wäre das echt sehr kack. Und mit Brawl Stars ohne Witz für mich zerstören, weil ich am liebsten noch Showdown spiele. Und wir kommen direkt zum nächsten Punkt, der sehr oft aufkommt, der aber unfassbar dumm ist. Und zwar, kennt ihr es alle? Ihr wollt euch in Brawl Stars zum Beispiel einen Brawl Pass kaufen. Den haben wir jetzt schon, aber okay, ihr wisst es. Ihr kennt es alle. Er ist zu teuer. Ihr habt einfach keine Gems, ihr habt einfach kein Geld. Die Juwelen sind zu teuer. So, wir gehen in den Shop. Wir haben den nächsten Punkt. Hier, wir wollen uns diese wunderschöne Big Box kaufen. Jetzt haben wir keine Gems dafür. Nicht genug Juwelen. Alle kennen es von euch. Es ist super nervig. Juwelen kosten nämlich Geld. Und ihr denkt euch so, ihr habt kein Geld. Wie soll ich mir jetzt diesen Skin kaufen? Wie soll ich mir jetzt diese Megabox kaufen? Oder wie soll ich mir die wunderbaren 150 Münzen kaufen? Okay, die habe ich mir kaufen können. Die 150 Münzen kaufen, weil man die auch so dringend braucht. Ihr kennt es alle, Juwelen sind auf jeden Fall unfassbar wichtig. Zum Beispiel auch natürlich, um Boxen zu öffnen, um neue Brawler so freizuschalten oder natürlich auch, um sich die neuesten Skins zu kaufen. Die kennt ihr auch, ne? Wir sehen es hier. Wir haben Hasten Penny, wir haben Helferlein Penny, wir haben die ganzen Skins, die ihr so alle kennt. Es gibt auch so geile Skins, muss man wirklich mal gerade mal zeigen. Hier kurz flexen, ne? Ich meine, das Ding ist, ich kann es mir halt leisten, dadurch, dass ihr halt den Content schaut, nicht so das Geld wieder reinkriege. Als normaler Spieler kann man sich halt nicht einfach mal so den Phoenix Krogan, der sich. Wie viel kostet der? Ich glaube, der Skin hat ohne Witz 20 Euro oder so gekostet, ne? Das ist halt auch so wahnsinnig viel Geld einfach für einen Skin. Sondern als Free-to-Play-Spieler kann man sich vielleicht höchstens noch den Brawl Pass kaufen, wenn überhaupt. Auf den muss man vielleicht auch manchmal schon sparen. Oder kauft sich vielleicht mal irgendein Angebot, wenn es geil ist. Wobei das auch wieder ziemlich teuer ist. So, und nun ist die extrem schlaue Idee. Warum entfernen wir nicht einfach Juwelen als Währung? Also wir entfernen die Juwelen oder wir machen die Juwelen einfach kostenlos. Das ist der Vorschlag, der eigentlich erstmal sich ziemlich geil anhört, dass Brawl Stars eben ein komplettes Free-to-Play-Spiel wird, bei dem man kein Geld ausgeben kann und dass man dann eben bei Brawl Stars einfach durch Spielen, sagen wir auf Dauer, indem man halt spielt, bekommt man, sagen wir, Gems zum Beispiel oder man bekommt einfach die Brawler, indem man halt länger spielt, auf Dauer einfach kostenlos. Das hört sich erstmal wirklich, eigentlich, muss man ja ehrlich sagen, ziemlich geil an. So, Problem ist jetzt folgendes, Supercell arbeitet nicht kostenlos. Hätte jetzt keiner von euch gedacht, aber die Supercell-Mitarbeiter sind tatsächlich echte Menschen. Das sind Designer, das sind Spieleentwickler und natürlich auch eine Firma, die hinten dran steht, die halt irgendwie ihr Leben natürlich finanzieren muss. Und das Problem ist natürlich ziemlich einfach, wenn man durch Juwelen keine Einnahmen mehr hat, hat man gar keine Einnahmen mehr. Dann ist es, soweit ich weiß, auch so ziemlich die einzige Einnahmequelle von Supercell, in die man eben Ingame-Käufe hat. Das heißt, natürlich irgendwie muss das Geld reinkommen. Was wäre der Umkehrschluss? Was muss man dann machen? So, dafür sind wir nämlich im App Store. So würde das Ganze nämlich dann aussehen. Das war das erste, was mir vorgeschlagen wurde. Keine Ahnung, die kann Blitz. Okay. Für 49 Cent ist die App nämlich hier. Das heißt, Brawl Stars wäre kostenpflichtig. Ziemlich einfach. Aktuelles Brawl Stars ist wie so ziemlich die meisten Supercell-Games ziemlich kostenlos. Und das würde aus meiner Sicht auf jeden Fall auch Brawl Stars zerstören. Denn die meisten haben Brawl Stars eben angefangen, weil es eben nichts gekostet hat. Und wenn man schon diese Barriere hat, dann dafür Geld auszugeben, oder sagen wir, Brawl Stars würde sagen, yo, wir haben Gems, aber dafür müsst ihr jetzt alle 10 Euro ausgeben für das Spiel, würden sie sehr viele Spieler verlieren. Brawl Stars wäre nicht so im Hype. Eure ganzen Freunde würden wahrscheinlich auch nicht zocken. Ich glaube, gerade das ist halt die Stärke auch bei Handyspielen. Dass sie eben kostenlos sind, dass eben andere das Spiel können. Ich glaube, dadurch würde man leider Brawl Stars zerstören, obwohl es natürlich eigentlich eine coole Idee ist, aber man müsste halt irgendwie das Geld anders reinbekommen. Und Werbung im Spiel wäre auch eine Option, aber ich glaube, Werbung würde das Spiel auch absolut kaputt machen. Also dann lieber Gems. Und der letzte Punkt ist so unfassbar dumm, dass man ihn eigentlich kaum ernst nehmen kann, aber ich habe ihn tatsächlich schon öfters gehört. Also, ihr wisst es ja, Brawler sind verschieden schwer zu ziehen. Wir haben die Meilenstein-Brawler, die bekommt man einfach aus dem Trophäenpfad. Wir haben die seltenen Brawler, die sind eigentlich sehr easy zu ziehen. Die bekommen die meisten von euch innerhalb von wenigen Wochen. Dann haben wir die super seltenen Brawler, die sind auf jeden Fall ein bisschen schwerer, die sind eigentlich auch noch gut machbar, würde ich sagen, für die meisten. Epische sind schon ein bisschen schwieriger, wenn man da auch länger spielt, kriegt man normalerweise auch gut alle aktiv. Mythische sind sehr schwer, finde
mich zu ziehen, gerade auch Free-to-Play. Legendäre sind bombastisch schwer zu ziehen, würde ich vor allem sagen, also gerade wenn man kein Geld ausgibt. Und Chromatische kriegt man auf Dauer eigentlich auch ganz gut. So, was war nun der unfassbar schlaue Vorschlag von, ja, diesem Zuschauer? Ich habe nämlich schon tatsächlich häufiger den Vorschlag gehört, dass man legendäre Brawler zu leicht bekommt. Das bedeutet, der Vorschlag von diesem Zuschauer ist, dass man legendäre Brawler erstmal schwerer ziehen sollte und vor allem, dass man auch die anderen Brawler nochmal schwerer machen sollte zu ziehen, weil sie eben einfach zu leicht sind zu bekommen. Ich denke, solche Vorschläge kommen vor allem von Leuten, die zu viel Geld haben, schätze ich mal, oder eben einfach schon das Spiel ewig spielen, dadurch alle Brawler haben und es gerne schwerer hätten, dass auch andere es eben schwerer haben, an diese Charaktere ranzukommen. Zum Beispiel haben wir einfach den Boxer oder die Boxerin oder Bali, wie auch immer, seltenen Brawler, den wir einfach hochsetzen würden von der Seltenheit, dass man ihn so schwieriger ziehen würde. Hier sehen wir noch das Ganze von meinem Designer extra für euch gemacht, wie das Ganze dann aussehen könnte bei einem Brawler. Ich weiß jetzt nicht, welcher es ist, aber ich glaube, es wird absolut dumm aussehen. Wahrscheinlich irgendein seltener, super seltener Brawler als legendärer. Warum ist das jetzt hier keine gute Idee? Also ich glaube, es ist für euch alle sehr leicht erkennbar. Für den Spieler, der es vorgeschlagen hat, scheinbar nicht. Denn das würde Brawl Stars komplett zerstören, wenn man die Brawler so schwer ziehen würde. Denn ich finde, das Geile an Brawl Stars ist gerade, dass man eben eine große Auswahl an verschiedenen Brawlern hat, die man eben natürlich auch relativ gut bekommen kann. Natürlich sollte es jetzt nicht direkt einem hinterhergeworfen werden. Ich finde es auch eigentlich ganz geil, dass es auch legendäre Brawler gibt, die nicht so leicht zu ziehen sind. Dass man da auch ein Ziel drauf hin hat. Aber wenn alle Brawler legendär wären, zum Beispiel, als Beispiel, geil, dann spiele ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, kriege ich am Anfang vielleicht Shelly. Und dann kriege ich nach 2 Jahren vielleicht Nita. Und dann habe ich das Spiel auch wieder deinstalliert, würde ich sagen, weil ich keinen Bock mehr habe. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also, man muss es ja nicht übertreiben, aber ich glaube, Seltenheiten hochzusetzen ist der falsche Weg. Denn dann sollte man sie vielleicht eher runtersetzen. Und dazu kommen wir übrigens in einem anderen Video, würde ich sagen, zu weiteren Vorstellungen oder weiteren Vorschlägen, die ich noch nicht bekommen habe. Und ich würde sagen, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut noch im Abstand vorbei. Da ist auch noch ein Video von meinem E-Sports-Team verlinkt. Und ich bin gespannt, wie die ganz besondere Folge bei euch ankommt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.